Das ist Elisa, ich bin Frodo und das sind die Flash News. Die deutsche Regierungsbildung könnte nun doch schneller abgeschlossen sein als gedacht. Bis Ende dieser Woche entscheidet die Union, mit welchem Partner sie formelle Koalitionsverhandlungen beginnen möchte. Obwohl CDU und Grüne sich noch zu einem zweiten Sondierungsgespräch treffen werden, ist ein Bündnis mit der SPD wohl am wahrscheinlichsten. Für eine große Koalition sprechen im Moment vorsichtige Annäherungen und Kompromissbereitschaft bei Streitthemen wie Steuererhöhung und Mindestlohn. Schon jetzt wird daher über die Verteilung möglicher Posten spekuliert, ohne dass die schwarz-rote Regierung überhaupt feststeht. Die Telekom möchte die Datenwege von deutschen E-Mails in Zukunft nicht mehr über die USA und Großbritannien laufen lassen. Der Datenschutzvorstand Thomas Krämer möchte erreichen, dass Mails mit Sender und Empfänger in Deutschland keinen Umweg mehr über Knotenpunkte im Ausland machen. Somit könne gewährleistet werden, dass in Zukunft nur noch einheimische Geheimdienste Zugriff auf den Datenverkehr haben. Derartige nationale geschlossene Datenwege gibt es bis jetzt nur in China und dem Iran. Spionageprogramme der USA und Großbritannien sollen mithilfe des internen Netzwerkes außen vor bleiben. Eine Sicherheit, dass die deutschen Behörden nicht wie beim Prison-Skandal die Daten an die NSA weitergeben, hat der Nutzer dann trotzdem nicht. Auch Russland möchte sich einigeln, zumindest was Suchmaschinen angeht. Der landeseigene Suchmaschinenbetreiber Yandex mit einem Marktanteil von 60% bietet seinen Nutzern einen ähnlich offenen Zugang zu Informationen wie Google. Nun soll Yandex aber von der staatlichen Suchmaschine Sputnik Konkurrenz bekommen. Am Sonntag wurden in Russland etwa 400 Menschen bei fremdenfeindlichen Ausschreitungen festgenommen. Rund 1000 Randalierer griffen ein Moskauer Einkaufszentrum und einen nahegelegenen Markt an. Bei den Ausschreitungen auf dem hauptsächlich von Migranten betriebenen Markt wurden ausländerfeindliche Parolen gerufen und mehrere Wachleute verprügelt. Auslöser der Krawalle war der Mord an einem 25-jährigen Russen, der einige Tage zuvor erstochen wurde. Für die Tat soll ein Migrant verantwortlich sein, der dem Überwachungsvideo nach aus Zentralasien oder dem Kaukasus stammt. In Russland ist das Verhältnis zwischen Migranten und Einheimischen angespannt. Viele Russen machen die Zuwanderer für ihre eigenen schlechten Lebensbedingungen verantwortlich. Durch Aussagen eines leitenden Architekten kommt neue Bewegung in den Skandal um den Limburger Bischof Thebats van Elst. So soll der Geistliche zu jeder Zeit über die Kostenentwicklung für den Bau seiner Residenz informiert gewesen sein. Der Architekt sagte am Wochenende außerdem, dass beim Bau alles planmäßig verlaufen sei und es keine Überraschung gab. Damit widerspricht er den Behauptungen des Erzbischofs Gerhard Ludwig Müller, der Thebats van Elst zuletzt verteidigte. So wären nur Thebats van Elst Mitarbeiter für die Explosion der Baukosten verantwortlich. Im Vatikan muss nun Papst Franziskus über den Vorfall informiert werden und den Bischof gegebenenfalls absetzen. In drei weiteren vergleichbaren Fällen mit überhöhten Baukosten wurden Bischöfe auch schon gegen ihren Willen ihres Amtes enthoben. Nachdem innerhalb weniger Tage fast 400 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken sind, hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz ein radikales Umdenken verlangt. Europa müsse endlich erkennen, dass es ein Einwanderungskontinent sei und deswegen ein legales Einwanderungssystem entwickeln. Man könne sich dabei an Einwanderungsländern wie Amerika, Großbritannien oder Australien orientieren. Weiterhin sei Schulz sehr überrascht von den Aussagen des deutschen Innenministers Friedrich, der die Aufnahme weiterer Flüchtlinge in Deutschland abgelehnt hatte. Als reichstes Land Europas müsste die deutsche Regierung in diesem Thema eine Führungsrolle übernehmen. Außerdem bedarf es unmittelbarer humanitärer Hilfe für die Flüchtlinge, die nicht allein Aufgabe der Eintrittsländer sein darf. So sei es machbarer, 10.000 Flüchtlinge auf 507 Millionen Menschen in der gesamten EU zu verteilen, als sie alle auf einer Insel wie Lampedusa zu versorgen, die selbst nur 6.000 Einwohner hat. Was ist eure Meinung? Was haltet ihr vom Versuch der Telekom, E-Mails sicherer zu machen? Welche Ausreden findet der Bischof Thebats van Elst noch? Und muss die EU jetzt endlich handeln, um das Flüchtlingselend zu beenden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Hier drüben gibt es noch zwei weitere Videos mit News aus aller Welt. Unter Elisa kann man abonnieren. Hier könnt ihr Texcalibur abonnieren und alle Links zu Social Media findet ihr in der Videobeschreibung. Das war Was geht ab mit den Flash News.